Ja, wir sind zu einem Wohnungsbrand alarmiert worden. Bei unserem Eintreffen ist der Balkon der betroffenen Wohnung in Vollbrand gestanden und die Flammen sind schon ins vierte OG übergeschlagen. Der Bewohner von der Brandwohnung hat das noch gleich in Empfang genommen. Er hat gesehen, dass die keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung sind. Wir haben unverzüglich mit dem Außenangriff gestartet, um die Flammen niederzuschlagen. Und parallel dazu in Zusammenarbeit mit der Exekutive haben wir den Wohnblock evakuiert, damit alle Personen in Sicherheit sind. Des Weiteren haben wir noch den Innenangriff gestartet und die Feuerwehr Dornbirn mit einer zweiten Drehleiter zur Unterstützung alarmiert. Der Brand ist bis auf die betroffene Wohnung, auf keine weitere Wohnung übergriffen. Der Brand ist unter Kontrolle und die Bewohner können derzeit wieder zurück in die Wohnung, mit Ausnahme der Bewohner von der Brandwohnung. Ich bin gerade vor etwa 12 Stunden aufgewacht, weil der Feueralarm ausgegangen ist. Erstmal habe ich voll durchgepackt, voll im Schock. Dann habe ich meine Eltern aufgewacht, damit war die ganze Wohnung rauf, weil die Balkon und die Terrasse aufgemacht habe, bis auf die Luft geht. Dann habe ich das Flaschengut eingeschaltet und Also von der Brandwohnung ist eigentlich die komplette Wohnung schwer beschädigt und derzeit nicht bewohnt aufgrund von Brand- und Rauchentwicklung. Es sind derzeit die Feuerwehr Hohenems mit 6 Fahrzeugen und ca. 40 Mann im Einsatz und die Feuerwehr Dornbirn ist mit 2 Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz.